Heidi ho, Leute! Willkommen in Bögis Welt, Folge 55. Bei diesem Jubiläum ist wieder dabei der Jan. Jan? Ja, Moment, ich komm. Oh, moin! Moin! Ich habe Rücken heute. Rücken ist nicht gut. Ja, Rücken drücken. Wer hat das nicht, meint ihr es mal? Ich würde dich ja gerne, wenn ich mit Rest könnte, mal einen Kreuz hauen, aber kann ich ja nicht. Wir trinken lieber einen. Dann trinken wir lieber zu dem Jubiläum, zur 1100. Jubiläum. Trinken wir mal einen Jubiläum. Es gibt keine Bildzeitung mehr. Schön. Weil nach einem Gerichtsurteil darf sich der Springer-Konzern seine Ablegersparte Bild nicht mehr Bild-Zeitung nennen. Denn es wurde nachgewiesen, dass sie keine Zeitungsberichte machen, sondern lediglich nur Klatschpresse. Ja. Und seitdem darf sich die Bild-Zeitung nicht mehr Bild-Zeitung nennen. Bild kommt von Bildung. Ja, mehr oder weniger. Manchmal auch Missbildung. Das könnte auch sein. Johnny Cash verursachte 1965 einen Waldbrand. Von einer Fläche von 205 Hektar wegen eines defekten Auspuffes seines Wohnmobils. 205 Hektar? Ja, Johnny Cash, der war ja sowieso immer, also entweder also, extrem oder gar nicht, ne? Ja, Johnny Cash ist sowieso immer gut. Also ich tendiere dazu, dass es nicht an defekten Auspuff von seinem Wohnmobil gelegen hat, sondern er hat irgendwo eine Zigarettenkippe weggeschnippt. Zigarrenkippe vielleicht. Oder Zigarrenkippe, wie auch immer. Wer 1965 dabei war, als Johnny Cash eine Zigarrenkippe weggeschnippt hat, kann sich gerne in den Kommentaren melden. Ja. Da bin ich gespannt. Ich auch. Die wohl kürzeste Straße auf der ganzen Welt ist in Los Angeles, und zwar The Power Place 1800 West. Ich sag jetzt einfach Deutsch. Power Place 1800 West. In Los Angeles. Weil das Ding ist gerade mal 4 Meter lang. Das ist cool, ne? Ne, also da laufen zwei Straßen aneinander vorbei und die Querverbindung dazwischen, die ist 4 Meter lang und die hat da eine Adresse, aber da kannst du kein Haus drauf bauen, kein Grundstück dran erschließen. Aber Power Place, das hat schon... Power Place hat schon was, ne? In welcher Straße wohnst du? Wenn ihr auch immer unausgeschlafen seid, wenn ihr morgens aufwacht, ist das auch ganz logisch, weil die innere Uhr eines Menschen hat einen 25-Stunden-Rhythmus, während gegen die Zeitrechnung einen 24-Stunden-Rhythmus hat. Also wir hängen immer jeden Tag eine Stunde hinterher und je länger die Woche dauert, desto mehr wünschen wir uns das Wochenende herbei. Ja. Auf jeden Fall. Die innere Uhr des Menschen hat einen 25-Stunden-Rhythmus. Es achtet auch keiner auf uns Menschen, ne? Da berechnen irgendwelche Mathematiker Sachen und sagen, da muss jetzt 24 Stunden haben. Ne, aber auf uns Menschen achtet doch keiner. Ja. Und weiter bitte.
Der allseits beliebte Puffmais wird aus Maisgrieß und Reisgrieß hergestellt. Bordellmais. Weiter. Die Göttinger Filmstudios produzierten unter anderem die Heinz Erhardt Filme Der letzte Fußgänger und Immer diese Autofahrer. Also in Göttingen gab es mal Filmstudios, die auch richtig zur damaligen Zeit prominente Leute richtig Filme gemacht haben. Und Heinz Erhardt war ja auch nicht mal richtig. Heinz Erhardt war eine Bank. Ich erinnere mich immer noch an... Also ich bin mit Heinz Erhardt groß geworden. An wen erinnerst du dich? Von Heinz Erhardt, das Gewitter. Das Gewitter? Das Gewitter. Muss man mal gucken im Internet, das Gewitter. Von Heinz Erhardt. Heinz Erhardt ist ein schönes Gedicht. Ich will es jetzt nicht vortragen. Nee, das lass mal lieber Heinz Erhardt machen. Super Ding. Das Gewitter. Die kalifornische Stadt Sunol hatte 13 Jahre lang einen Hund als Bürgermeister. Muff! Das war bestimmt der Angela Merkel gebissen hat. Vor vielen, vielen Jahren. Der Wastel. Der Wastel. Ja, Wastel! Ja, weiß es an sie! Den kippt immer weiter nach links. Ah, das ist in Ordnung. Ritiphobie ist die Angst davor, Falten zu bekommen. Also ich habe es ja nicht, weil ich habe lediglich hier und hier Lachfalten. Ich werde auch immer jünger geschätzt. Also ich habe da... Ja, vor allem, wenn du dich rasierst und einen Hut abnimmst. Ja, zum Beispiel die Augenbrauen und so. Ich gehe nicht mit Hut auf Arbeit. Gehst du nicht? Nö. Ich habe jetzt eine neue Arbeit und dann, ich wurde echt 6 Jahre jünger geschätzt. Top. Nur weil ich geduscht habe, mir die Haare gemacht habe, mich rasiert habe und mir eine frische Unterhose eingezogen habe. Der Geruch macht es einfach. Der Geruch macht es. Mit dem nächsten Fakt kommen wir zu so etwas Ekligen, dass wir vorher auf unser Jubiläum anstoßen müssen. Jubiläum? Was ist denn so eklig? Eigentlich möchtest du das nicht wissen. Hau rein. Aber Leute, kennt ihr ein Katzenklavier? Bei einem Katzenklavier. Das ist ein Instrument, dessen Töne erzeugt werden, indem man 9 darin eingesperrte Katzen der Schwanz eingeklemmt wird. Leute. Also hast ein Ding, sind 9 Katzen drin und die Schwänze gucken immer. Und je nachdem, wie die Schwänze eingeklemmt werden, ne? Das ist ein Katzenklavier. Das ist nicht schön. Nee, deshalb habe ich ja gesagt, lass uns lieber vorher trinken. Und wollen wir es runterspülen, diese komischen Gedanken? Oder wer findet sowas? Ja, das weiß ich nicht. Das ist der schrecklichste Fakt bisher, glaube ich. Für dich? Ungefähr, für mich, ja. Ich bin ja eher ein Hundefreund. Ja, du bist der Hundefreund, aber... So von Katzen gehen wir eigentlich gerade weg auf. Die Katzen. Und selbst ich als Hundefreund keine Katzenklaviere kaufen. Auf keinen Fall. Finde ich nicht gut, nee. Arsch, Katzenklavier.
Die Band JBO musste ihren ursprünglichen Namen, nämlich James Blast Orchestra, zensieren. Orchester. Orchestra. Orchester. Oder Orchester. Orchester, okay, wollen wir sagen. Deutsch oder Englisch ist egal, auf jeden Fall es ist eine deutsche Band, ja. Musste JBO, James Blast Orchester, Orchester oder Orchestra ihren Namen zensieren, nach einer Klage vom James Last Orchester. Und James Last hatte Recht bekommen, weil er die älteren Rechte hatte. Aber eigentlich total bescheuert. Ja, wer sich daran erinnert, ich hatte das T-Shirt ja mal an. Und er, also ich mag es auch, aber er ist ein noch viel größerer Fan von JBO. Du machst das immer falsch in den Folgen. Wenn wir Bazenza-Fakten hast, kommst du mit JBO-T-Shirts. Wenn du, wenn wir JBO-Fakten haben, kommst du mit Bazenza-T-Shirts. Ja. Du machst da immer irgendwas falsch. Ja, ich hab's aber mitgebracht. Hast du? Ja, ja, dann hol's dir mal vor. Ich muss das hier mal kurz. Ja, geh mir doch mal zwischen den Schritt. Ich geh immer zwischen die Beine. Ja, mach doch einfach mal. JBO, ja, man kennt es ja. Also, man sieht es auch schön hier, James zensiert, ja. Also, es darf nicht mehr heißen James Blast Orchestra, sondern nur noch James zensiert Orchester. Chester. Achso, ja. James zensiert Chester. Achso, selbst das O ist zensiert. Ja. Selbst das O ist zensiert. Also Leute, so ist es halt, ne? Das Ende eines Fingernagels wird Lunula genannt. Also das Ende dieses halbmondförmige Dingens da in Hell wird Lunula genannt. Also das, was nachwächst. Nee, nachwachsen tut's hier hinten. Na, das ist ja das, nur was rausspricht. Ach so. Ja, okay. Ja, also, es kommt von unten, ja gut, aber das, was man abschneidet, ja. Genau, was man normalerweise abschneidet. Da, wo der Dreck drunter sitzt. Ja, und was normalerweise weiß ist, wird Lunula genannt. Also das Ende des Fingernagels wird Lunula genannt. Das kommt von dem Wort Mönchen. Ja, ach so, ja, Luna. Kleiner Mond, Luna, Mönchen. Ja. Lunula, weil das genau diese komische Wölbung hat, deshalb wird das Ende des Fingernagels Lunula genannt. Ui, Lunula. Lunula. Egal, ja, weiter. Wo du gerade von diesem Halbmond, von der Lunula geredet hast, da fällt mir ja immer irgendwie so dieser kleine Prinz ein. Der kleine Prinz, das ist ja ein Kinderbuch, ein Jugendbuch, ja, der sitzt auf so, das ist so ein kleiner Mond und da steht der kleine Prinz drauf und Blonde, ja, und dann, wenn ich an den kleinen Prinzen denke, dann muss ich ja auch an die Prinzenrolle denken, ist ja ein Keks, ja, ja. Wird in Kempten produziert. Und da gehen ja täglich bis zu 600 Kilogramm Teig durch die Produktion. Da liegst du, glaube ich, falsch, mein lieber Jan. Oder sind es 6.000? Es sind 600 Tonnen. 600 Tonnen sogar? Jeden Tag. Sag ich doch. Du hast Kilo gesagt. Da habe ich Kilo gesagt. Ich meine natürlich Tonnen, ja, natürlich Tonnen. Dass Zungen an kalten Tagen, an frostigen Laternen festfrieren, haben manche schon schmerzhaft erlebt. Allerdings passiert das mit Piercings in der Zunge und in der Oberlippe auch. Das heißt, wenn ihr einen Ring durch die Unter- oder Oberlippe habt, und es sind draußen 15 Grad minus, dann kriegt ihr Gefrierrand in der Lippe oder da in der Lippe
Und das ist nicht gut und das kriegst du auch nicht wieder raus. Ja, aber von außen nur, oder? Nee, es geht ja durch, weil das Metall geht ja durch. Das Metall geht ja durch die Lippen durch. Irgendjemand, der Lippenpiercings hat und schon mal Gefrierbrand in der Ober- oder Unterlippe hat, schreibt es in die Kommentare. Metal! Ferule nennt man den Metallring, der den Gummi an einem Bleistift festhält. Also ihr kennt den Gummi mit, ja, ne? Ferule. Ferule. Jo. Ein Fischschwarm Sardinen kann aus 300 Millionen Tieren bestehen. Das ist zwar schon ganz schön riesig, allerdings produzieren Heuschrecken einen wesentlich größeren Schwarm. Und zwar von 98 Milliarden Tieren. Die können eine Fläche von 1200 Quadratkilometern belegen. Und die fressen einiges weg, ne? Ist der größte Schwarm, den es überhaupt gibt auf der Welt. Fressen, trinken, machen wir mit, ne? So. Jubiläum. Jubiläum! Dosenobst, wie zum Beispiel Mandarinen, ne, wenn man die für Torten oder sowas nutzt, werden mit Salz, Säure und Laugen gehäutet. Ne, damit du leckeres Essen, ein Dosenobst hast, ne, zum Beispiel Mandarinen, die Salz, Säure und Laugen. Die spüren ja keinen Schmerz, das Obst. Nee, Obst spürt keinen Schmerz. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Wir wollen nicht als Obst wiedergeboren werden. Nee, und schon gar nicht als Mandarinen. Nee. Die Schulausgangsschrift wurde im 19. Jahrhundert in Sachsen erfunden und dort eingeführt als standardisierte Schreibschrift. Die Zahnung eines Schlüssels heißt Bar. Also nicht wie Simpson, sondern Bar. Ja, das hier. Also die Zacken da dran nennt man Bart. Ja. Kennen auch viele Leute. Allerdings das restliche Stück nennt man, also wo man den Schlüssel anpackt, das nennt man Reute. Reute? Reute. Reute. Also wie die Raute mit Mit Jubiläum. Jubiläum. Prost. Fällt mir nur gerade dazu ein. Jeder musste vielleicht schon mal, fast jeder musste schon mal vielleicht Medikamente und Tabletten zu sich nehmen und die Verpackung, in denen die ganzen Medikamente drinne sind, ne, diese Aluminiumdinger mit den kleinen Buckels zum Rausdrücken, die nennt man Blister. Kommt, ja. Heißen auch die Dinger, wo Actionfiguren drin sind. Ach so. Auf jeden Fall kommt das Wort Blister aus dem Englischen für Beule. Jo, was für, ne? Beulchen. Ne? Beulchen. Eieieie. Eieieie.
ist der wissenschaftliche Begriff für den roten Löffler. Rosa Löffler. Rosa Löffler, rosa, rosa. Das heißt doch. Also so ganz so rot wie wir ist er nicht. Das hört sich doch schon rosa an. Ist ein rosa Löffler. Tja, Leute, so ist es. Ja. Macht es hübsch. Und wir sagen nochmal Prost. Wir sagen noch einen Prost. Aufs Überleben. Bis zum nächsten Mal. Macht es hübsch. Ja, das schreit ja nochmal nach dem Jubiläum. Schreit nach dem Jubiläum. Jubiläum. Yeah.